So, wir kommen zu unserem nächsten Talk, der wird auf Deutsch gehalten, wie man an mir merkt. Das sind der Benedikt, Diana und der Ralf. Und sie erzählen euch was über ihr Projekt über offene Geodaten. Ich möchte bitte einen ganz dicken Applaus für die drei. So. Hallo, ich bin Jana. Ich komme vom Zentrum für Transformations- und Nachhaltigkeitsforschung, dem Transcend in Wuppertal. Das hier ist Ralf, er kommt von der Initiative Utopiastadt, auch in Wuppertal. Und das ist Benedikt von DevTal, vom Hackspace DevTal. Wir arbeiten zusammen mit einem größeren Team an einem Projekt, das das Geoportal des guten Lebens heißt. So, und was sich manche von euch jetzt vielleicht fragen, warum noch ein Geoportal? Denn wir sind definitiv nicht das erste Geoportal, das es gibt. Und vielleicht auch die Frage, warum ein Geoportal des guten Lebens? Was hat es mit dem guten Leben auf sich? Diese beiden Fragen wollen wir ganz gerne in unserem Talk für euch beantworten. So, wir fangen in umgekehrter Reihenfolge an mit der zweiten Frage, um danach die erste beantworten zu können. Also warum ein Geoportal des guten Lebens? Dafür müssen wir erstmal genau erklären, was ist überhaupt ein Geoportal? Ein Geoportal ist eine Online-Plattform, auf der offene, georeferenzierte Daten dargestellt werden. Genauso ein Geoportal schaffen wir und das Ganze passiert auf technischer Basis von OpenStreetMap. Wir haben drei Hauptzielgruppen für unser Portal, die Bürgerschaft, die Wissenschaft und die Kommunen. Und die Daten dafür kommen zum einen aus den Datenbanken der Städte und Bundesländer. Wir haben Daten aus der Wissenschaft und auch Daten, die von den Bürgerinnen und Bürgern selber im Portal eingetragen werden können. So, die Bürgerschaft kann im Geoportal Orte des guten Lebens in ihrer Umgebung finden, Daten sammeln, Wissen sammeln und das wiederum auch im Portal eintragen, sodass auch andere Leute davon erfahren können und damit zum guten Leben in einer Stadt beigetragen wird. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und da beziehen wir uns vor allem auf Geistes- und Sozialwissenschaftler, können durch das Portal Daten anreichern, welche dann im Portal übersichtlich dargestellt werden können. Genau, und sie können die Daten ebenso exportieren, um sie dann wieder für ihre eigene Forschung nutzen zu können. Die Kommunen können ebenfalls Daten im Portal einstellen und damit Inhalte und Themen aus der Verwaltung und für die Öffentlichkeit nutzerfreundlich zugänglich machen und damit eine breite Bevölkerung zu erreichen. Die Wissenschaft, die Stadtverwaltung und auch andere Open-Data-Portale können Daten über Schnittstellen ins Portal importieren und Bürgerinnen und Bürger bzw. alle Nutzerinnen und Nutzer können auch über das Portal selber, über die Online-Plattform Daten eintragen. So, zusammengefasst, wir schaffen also ein Portal, was einen dauerhaften Wissensaustausch zwischen Bürgerschaft, zivilgesellschaftlichen Initiativen, Wissenschaft und Kommunen fördert. Wie kann eine Darstellung solcher Daten aussehen? Wir haben euch mal einen kleinen Einblick mitgebracht in unser Portal. Das ist noch nicht fertig, das ist ein Zwischenstand, wir sind mitten in der Entwicklung. So, und hier könnt ihr zum Beispiel sehen, wie Netzwerke in einer Stadt aufgebaut sind. Das heißt, die Punkte sind Initiativen in Wuppertal und die Linien dazwischen sind die Verbindungen, das heißt, wo Initiativen zusammenarbeiten. Und im Geoportal kann man viele Arten von Daten darstellen, zum Beispiel solche Daten. Man kann auch zum Beispiel soziodemografische Daten darstellen, zum Beispiel Einwohnerzahl oder den Altersdurchschnitt in Quartieren. Genau, Daten, die von Bürgerinnen eingetragen werden können, sind zum Beispiel die Zahl der Engagierten, die in einem Verein sind, die örtliche Luftqualität oder auch Orte des guten Lebens. Und das habe ich schon wieder gesagt, diese zwei Worte, gutes Leben, was genau bedeutet das also? Der Begriff gutes Leben bezieht sich auf den Better Life Index, den BLI, der OECD. Und wir nutzen im Portal eine kleine Abwandlung, den Better Life Index Urban, der eine lokale Adaption ist und aus einem Forschungsprojekt in Wuppertal entstanden ist. Der BLI beschreibt 12 Dimensionen des guten Lebens, zum Beispiel Gemeinschaft, Infrastruktur, Engagement oder Umwelt.
Und mithilfe von Wohlstandsindikatoren und den Dimensionen zusammen kann das gute Leben in einer Stadt gemessen werden. Wie verwenden wir den BLI im Geoportal? Für alle Einträge kann angegeben werden, welche Dimensionen des guten Lebens erfüllt werden durch den Eintrag. Zum Beispiel hat man eine Initiative, die sich mit Wohnen und Arbeit beschäftigt, und genau diese Tags werden dann auch für die Initiative im Portal gesetzt. Damit können wir die vorhandenen Daten vor allem auch anreichern. Wie wollen wir das erreichen? Was sind unsere Ziele? Nochmal kurz zusammengefasst. Wir wollen lokales Wissen, Wissen überhaupt und Informationen zum guten Leben sammeln und als offene Daten in Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Kommunen zur Verfügung stellen. Niedrigschwellig. Dadurch wollen wir die Vernetzung zwischen den Akteuren fördern und vor allem Bürgerinnen und Bürger ermächtigen, sich auf Basis von Fakten in stadtentwicklerische Prozesse einmischen zu können. Wie setzen wir diese Vision um? Was ist unser Prozess? Wir machen das Ganze in einem Co-Design- und Co-Entwicklungsprozess. Das heißt, wir binden Bürgerinnen und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktiv bei der Erstellung des Portals mit ein, indem wir sie einladen, mit uns zu arbeiten. Zum Beispiel in Form von Workshops oder Hackathons. Das heißt, die Leute können wirklich mitbestimmen, was im Portal geschieht. Und wenn sie möchten, können sie auch Teil des Teams werden. Wir sind hier aktuell dabei, eine Community aufzubauen, die das Projekt auch weiter trägt und weiterentwickelt. Denn das Projekt ist auf 2 Jahre begrenzt aktuell, denn das ist durch Fördermittel gefördert. So, wie haben wir das Ganze technisch umgesetzt? Dazu wird Benedikt jetzt ein bisschen was erzählen. Unser Anliegen war, die Software, die wir entwickeln, freizuhalten. Das bedeutet, wir haben erst einmal darauf geachtet, dass wir plattformunabhängig bleiben und dann auch Open-Source-Lizenzen verwenden und dann auch offene Standards und gängige Bibliotheken zu verwenden. Dies haben wir wie folgt angestellt. Als Programmiersprache haben wir Java verwendet, weil wir die Web-Apps und mobilen Apps per REST-API anbinden wollten. Dazu haben wir Jossi verwendet. Als Bildsystem benutzen wir, als Web-Server, als Web-Application-Server in Java benutzen wir Apache Tomcat. Als Bildsystem benutzen wir Maven. Als Sitzungsmanager als Sitzungsmanager benutzen wir Shiro, weil Shiro bereits einige Sachen mitbringt, zum Beispiel Rollenverteilung bzw. Rollendefinition, und das haben wir noch erweitert um einen Token-Service, weil Shiro sich in RESTful-Umgebungen, die ja stateless sind, nicht so schön verwenden lässt. Weiterhin haben wir benutzt eine Postgres-Datenbank, PostgreSQL, mit Hilfe von PostGIS, weil wir damit relativ schön und relativ komfortabel mit georeferenzierten Daten umgehen können. Außerdem haben wir darüber hinaus noch eine Overpass-IP noch am Start, die wir demnächst noch ans Rollen bringen müssen. Wir müssen, da wir größere Datenmengen über OSM rüberschaufeln werden, müssen wir eine eigene Overpass-API zur Verfügung stellen, weil OSM das gerne so hätte, weil deren Hosting ihrer Overpass-API nicht für größere Datenmengen ausgelegt ist. Das Frontend haben wir gebaut in der Sprache Angular 6. Es bietet die Möglichkeit, mit TypeScript relativ nah an Java zu arbeiten und dabei die Inhalte und die Funktionen getrennt voneinander zu halten. Bootstrap haben wir benutzt als Bibliothek für kleinere Gimmicks für unsere Designer. Wir haben eben diese Architektur gewählt, damit Programmierer und Designer relativ klar abgegrenzte Bereiche haben, wo sie arbeiten können. OpenLayers ist eine schöne Bibliothek zum Darstellen von Karten und von Punkten und von Verbindungen. Arbeitet nicht ganz so schön harmonisch mit TypeScript zusammen, aber wir tun unser Bestes. Und NPM benutzen wir als Paketmanager für die Abhängigkeiten, die mit JavaScript entstehen. Wenn wir
Einträge ins Geoportal des guten Lebens machen wollen, bedingt das, dass es eine OSM-ID gibt. Die OSM-ID wird entweder dann über uns erzeugt oder aber kann manuell bei OpenStreetMap angelegt werden. So, die Daten, die bei uns hinterlegt werden, sind im Grunde genommen nur Referenzierungen, und zwar auf die OSM-ID, auf den OSM-Typ und auf die Version der OSM-ID. Das war jetzt so viel. Eigentlich sollte da noch, genau, Jana, danke schön. Die Kartenansicht setzt sich also zusammen aus den Daten, die wir im Geoportal, wie gesagt, als Referenzen speichern auf OpenStreetMap und aus den Daten aus OpenStreetMap selbst. Warum wir das so gebaut haben, darüber kann der Ralf ein bisschen was erzählen. Ja, genau. Warum noch ein Geoportal? Also vielleicht mal ein bisschen zurückgreifend. Ich komme von Utopia Stadt. Das ist eine Initiative in Wuppertal, wo sehr viele Akteure, andere Initiativen andocken und mit uns im Austausch sind. Und es kam immer wieder an den Punkt, dass ein Projekt gestartet wurde und dann irgendwann sollten die Daten auf einer Karte dargestellt werden. Das sind jetzt Beispielprojekte, die in unserem Umfeld mal aufgeschlagen sind. Rechts, da haben wir ein Urban Gardening-Projekt. Die haben ihre ersten Anläufe dann bei Google Maps einfach kartiert und haben die Karte dann auf der Webseite dargestellt. Rechts, da geht es um eine Urban Bike Map. Da war die Herausforderung von den Kollegen, die sich mit dem Thema Fahrrad beschäftigen in Wuppertal, okay, wo sind die entspannten Wege durch Wuppertal? Weil Wuppertal ist eine relativ bergische Stadt, so dass man viele Steigungen hat und eigentlich selten Fahrrad fährt. So war es zumindest vor 5 Jahren. Heute sieht es anders aus und das hat halt auch die Initiative, die dann diese Karte entwickeln wollte, gesehen, und sie wollte halt einen Routenplaner gestalten und ihre Empfehlungen, wie fährt man am besten, das heißt, wo ist die geringste Steigung und Ähnliches. Das Dritte, was ich jetzt beispielhaft mal nehme, ist das Thema Ehrenamt. Die Stadt Wuppertal kümmert sich stark um das Ehrenamt und hat halt eine große Liste von ehrenamtlichen Initiativen. Ich glaube, etwas über 600. Und über diese Karte wollten sie diese, nicht die Initiativen, sondern die Tätigkeiten, die dort anfallen, darstellen. Und die waren auch in unserem Kontext unterwegs, weil das Projekt so ein paar Schnittstellen mit uns hatte. Und das sind nur Beispiele an Themen, da entstehen ständig einzelne Karten. Und das Problem, was wir da gesehen haben, mache ich jetzt mal am Beispiel Urban Gardening. Die haben es halt auf Google Maps dargestellt. Okay, ist noch eine Lösung, wo ich sagen kann, ja, da, wenn man sie ganz öffentlich macht, dann kann man da auch drauf zugreifen, dann haben auch andere was davon. Da es aber rudimentär ist, hat man relativ viel Aufwand und man muss es halt pflegen. Das ist jetzt in dem Fall eine Einzelperson gewesen, die sich dann da dran gesetzt hat, das mal darzustellen, und nach einem Jahr war es schon wieder verwaist, also stimmte es schon nicht mehr. Es gibt aber auch ein anderes Projekt, nämlich von der Anstiftung forciert, Thema Urban Gardening, dass die Initiativen sich bei der Anstiftung auf dem Portal also eintragen können und beschreiben können, ihre Initiative, ihre Gärten beschreiben können und halt auch auf der Karte platzieren können. Die ist sehr umfangreich in ganz Deutschland, basiert aber auch nur in Anführungszeichen darauf, dass sie über einen Layer ihre Daten, die sie auf ihrem Server gehostet haben, dann visuell darstellen.
Und wie sieht das jetzt in der OpenStreetMap aus? Weil wir hatten ja vorhin gehört, wir versuchen viel mit OpenStreetMap zu arbeiten. OpenStreetMap gibt es auch, einen Tag, Gardening, heißt anders, ist halt Garten Community. Oh, ich habe nur noch 5 Minuten. Gut. Wenn man dann aber auf Deutschland das fokussiert, sind relativ wenig Daten in OpenStreetMap so getaggt, dass man daraus schließen kann, dass da ist ein Urban Gardening-Projekt. Weil man kann das jetzt zum Beispiel sehen, dieses Urban Gardening-Projekt, obwohl es richtig getaggt ist, wird in dem Falle auch nicht dargestellt. Also da sind, steckt ein hoher Pflegeaufwand hinter, weil die meisten mit dem User-Interface von OpenStreetMap dann eine größere technische Hürde sehen. Falsch. Eine zu weit. So, und da haben wir uns dann gedacht, okay, wenn es Initiativen gibt, die Urban Gardening machen, die ihre Daten auf einer Karte darstellen wollen, dann versuchen wir eine Plattform zu schaffen, die dann nicht wieder auf unserer Datenbank irgendwelche Daten speichert und dann irgendwie visualisiert und im Hintergrund irgendeine Karte ist, sondern wenn es OSM-Relevanz hat, dann pflegen wir das direkt im OSM. Das heißt, wenn jemand einen manuellen Eintrag über unser Portal macht, pflegt er die OSM-relevanten Sachen im OSM. Die nicht OSM-relevanten Sachen, aber Geoportal des guten Lebens-relevanten Sachen, wie zum Beispiel Netzwerkpartner oder die BLI-Dimensionen oder ähnliche Dinge, die werden in der Datenbank von Geoportal gespeichert. Und nur die Referenz, wie Benni soeben schön gesagt hatte, wird dazu genutzt, sodass wir die OSM-ID plus dem Typ und auch der Version, darüber referenzieren wir zum OSM. Ein anderes Beispiel, was auch in dem Geoportal dargestellt werden soll, nämlich Statistiken. Die Kommunen, die Wissenschaftler machen Statistiken. Jetzt bei den Kommunen ist es so, dass sie halt bestimmte raumbezogene Daten erheben. Die raumbezogenen Daten sind standardisierte Flächen, die auch alle existieren. Da weiß man, wo die sind und man hat auch die Daten. Im OSM gibt es dafür auch einen Tag, das ist Boundary Administrativ. Also sorgen wir dafür, dass diese Flächen im OSM korrekt dargestellt sind. Da, wo sie fehlen, tragen wir sie nach. Da, wo sie vorhanden sind, überwachen wir quasi den Prozess, dass sie auch immer noch da sind. Und so können wir die Darstellung aus dem OSM sofort ziehen und tragen nur auf der Karte dann, also bei uns, die statistischen Werte wie Einwohnerzahl, die Darstellung, also diese Informationen, die statistischen Daten, die pflegen wir in dem Geoportal des guten Lebens. Das ist so der Ansatz, weshalb wir gesagt haben, wir müssen das Ganze anders denken als die meisten Projekte. Es gibt auch gute Ansätze, wie zum Beispiel die Wheelmaps.org, die machen es genauso, aber einen bestimmten Rahmen an Content, da geht es um barrierefreie Zugänge in allen möglichen Lokalitäten, ob das jetzt Ämter sind, ob das Restaurants sind, ob das Ladenlokale sind, alles. Und die benutzen auch ihr Portal, aber die Einträge werden direkt ins OSM gemacht, weil die sind OSM-relevant und dementsprechend werden sie im OSM gemacht. Und nur über das User-Interface wheelmap.org wird es halt getan. Das heißt, das User-Interface wird so barrierefrei wiederum gemacht, dass man einen einfachen Zugang hat, auch Daten in OSM zu pflegen. Und wir bereichern in unserem Portal dann das mit den Statistiken oder mit den geoportalrelevanten Daten noch auf. Das ist so die Idee. Andersrum? Jetzt fahre ich zurück. Genau. Ja, da bin ich schon zu Ende.
Das heißt so global betrachtet, wir speichern keine Daten doppelt, wie wir das so von vielen kleinen Geoportalprojekten so kennen, sondern wir versuchen es nachhaltig zu machen. Das heißt, wir versuchen da die Daten zu speichern, wo durch die Community eine hohe Nachhaltigkeit gewährleistet ist, wie zum Beispiel beim OSM. Ähnliches auch Wikipedia, Wikidata, wenn relevante Daten dort besser sind oder die Daten halt dort sind, dann nutzen wir auch die. Ja, das so zu dem Geoportal. Noch ein paar Informationen, neben dem vielen Dank für Ihr Zuhören. Wenn ich den Laserpointer finde, kann ich hier gar nicht. Hier sind unsere Webseiten, einmal das Geoportal selber, das ist ein Blog derzeit, und unser GitLab, weil, wie Benni schon gesagt hat, alles, was wir programmieren, soll Open Source sein, so wie alle Daten, die wir speichern, Open Data sein sollen. Ja, vielen Dank. Wow. Das ist doch mal ein wirklich cooles Projekt. Okay. Seid ihr dann anschließend noch irgendwo für Fragen, wenn irgendjemand aus dem Publikum was wissen will? Gerne ja sofort, falls sofort Fragen sind. Ansonsten, wir sitzen meistens drüben beim DevTal, also hier direkt rechts rüber auf einem der Tische. Hier ist das Slot jetzt down für euch. Also wenn irgendjemand Fragen hat, dort drüber. Chaos Wuppertal, glaube ich, ist das Stichwort. DevTal. Chaos West Assembly da hinten und da. Chaos West ist hier alles. Ja, genau. Okay, dann möchte ich nochmal einen festen Applaus für Benedikt, Jana und Ralf.